Hallihallo, ich bin Therese und ich heiße dich herzlich im Mastery-Video willkommen. Du solltest bereits meine Videos davor gesehen haben. Für das heutige Video brauchst du einen Stift und einen Zettel. Sobald du alles hast, kannst du das Video starten. Im letzten Video haben wir uns mit dem partiellen Wurzelziehen beschäftigt. Deswegen habe ich nun ein kleines Einstiegsquiz für dich erstellt. Verbinde erstens, zweitens und drittens mit der richtigen Lösung auf der rechten Seite. Du solltest keinen Taschenrechner verwenden, sondern die Quadratwurzel durch partielles Wurzelziehen lösen. Drücke kurz auf Pause und komme für die richtigen Antworten zurück. Die Quadratwurzel aus 27 ist dasselbe wie 3 mal die Quadratwurzel aus 3. Erinnere dich, die Quadratwurzel aus 27 können wir auch anschreiben als die Quadratwurzel aus 9 mal 3. Oder auch als die Quadratwurzel aus 9 mal die Quadratwurzel aus 3. Die Quadratwurzel aus 9 ist 3 und die Quadratwurzel aus 3 lassen wir so stehen. Das heißt, das Endergebnis ist 3 mal die Quadratwurzel aus 3. Die Quadratwurzel aus 98 ist 7 mal die Quadratwurzel aus 2. Und die Quadratwurzel aus 320 ist 8 mal die Quadratwurzel aus 5. Was passiert, wenn ich plötzlich nicht nur Zahlen habe, sondern auch Variablen? Wie ich in meinem Intro-Video schon erklärt habe, ist die Quadratwurzel aus a hoch 2 gleich a. Wie könntest du das bei der Quadratwurzel aus x hoch 4 machen? Überlege dir, x hoch 4 kannst du auch als Produkt aufspalten mit x hoch 2 mal x hoch 2. Wenden wir die Rechenregel für die Multiplikation des Quadratwurzelziehens an, kommen wir auf die Quadratwurzel aus x hoch 2 mal die Quadratwurzel aus x hoch 2. Da ja die Quadratwurzel aus x hoch 2 gleich x ist, folgt daraus x mal x bzw. x hoch 2. Das bedeutet, die Quadratwurzel aus x hoch 4 ist gleich x hoch 2. Schau dir nun folgende Aufgabe an. Wir wollen herausfinden, was die Quadratwurzel aus 9 mal b hoch 4 ist. Stoppe nun das Video und überlege dir die Antwort. Zuerst wendest du die Rechenregel an, sodass du die Quadratwurzel aus 9 mal die Quadratwurzel aus b hoch 4 bekommst. Die Quadratwurzel aus 9 ergibt 3 und die Quadratwurzel aus b hoch 4 ist, wie gerade gelernt, b hoch 2. Das bedeutet, unsere Antwort ist 3 mal b hoch 2. Ich habe nun noch zwei Aufgaben für dich. Stoppe das Video und löse sie in Ruhe selbst. Komm dann für die Lösungen zurück. Aufgabe 1. Was ist die Quadratwurzel aus 50 mal b hoch 4? Die Antwort ist 5 mal die Quadratwurzel aus 2 mal b hoch 2. Aber wie komme ich darauf? Die Quadratwurzel aus 50 mal b hoch 4 können wir auch anschreiben als die Quadratwurzel aus 25 mal 2 mal b hoch 4. Nun können wir wieder die Quadratwurzel trennen und bekommen so die Quadratwurzel aus 25 mal die Quadratwurzel aus 2 mal die Quadratwurzel aus b hoch 4. Die Quadratwurzel aus 25 ist 5, die Quadratwurzel aus 2 lassen wir so stehen und die Quadratwurzel aus b hoch 4 ist b hoch 2. Das heißt, das ist unser Endergebnis. Kommen wir nun zur Aufgabe 2. Was ist die Quadratwurzel aus 18 mal x hoch 2 mal y hoch 4 mal z? Die Lösung ist 3 mal die Quadratwurzel aus 2 mal x mal y hoch 2 mal die Quadratwurzel aus z. Aber wie komme ich jetzt wieder darauf? Die Quadratwurzel aus 18 können wir nochmal aufspalten in 9 mal 2. Nun können wir wieder jedes einzelne Element aufspalten, wodurch sich dann ergibt die Quadratwurzel aus 9 mal die Quadratwurzel aus 2 mal die Quadratwurzel aus x hoch 2 mal die Quadratwurzel aus y hoch 4 mal die Quadratwurzel aus z. Die Quadratwurzel aus 9 ergibt 3, die Quadratwurzel aus 2 lassen wir so stehen, die Quadratwurzel aus x hoch 2 ist x, die Quadratwurzel aus y hoch 4 ist y hoch 2 und die Quadratwurzel aus z lassen wir auch so stehen. Das heißt, das ist unser Endergebnis. Ich habe nun die Masteraufgabe für dich. Und zwar, was ist die Quadratwurzel aus 16 dividiert durch 3 mal r hoch 2 mal s hoch 4?
Um solch eine schwierige Aufgabe zu lösen, müssen wir auf Folgendes achten. Zuerst brauchst du die vierte Rechenregel, da wir hier eine Division haben. Danach brauchst du die dritte Rechenregel. Und am Schluss ziehst du von jedem Term die Quadratwurzel. Gut, nun kannst du es selbst probieren. Was ist die Quadratwurzel aus 16 dividiert durch 3 mal r hoch 2 mal s hoch 4? Stoppe dafür kurz das Video und probiere die Aufgabe selbst. Zuerst verwendest du die vierte Rechenregel. Dadurch bekommen wir die Quadratwurzel aus 16 dividiert durch die Quadratwurzel aus 3 mal r hoch 2 mal s hoch 4. Danach brauchen wir die dritte Rechenregel. Das bedeutet, wir bekommen die Quadratwurzel aus 16 dividiert durch die Quadratwurzel aus 3 mal die Quadratwurzel aus r hoch 2 mal die Quadratwurzel aus s hoch 4. Nun können wir von jedem Term die Quadratwurzel ziehen. Die Quadratwurzel aus 16 ist 4. Die Quadratwurzel aus 3 lassen wir so stehen. Die Quadratwurzel aus r hoch 2 ist r und die Quadratwurzel aus s hoch 4 ist s hoch 2. Das heißt, das ist unser Endergebnis. Das war es nun mit meiner Videoreihe. Falls du noch Schwierigkeiten hattest, kannst du jederzeit zurück zu Basic 1 und Basic 2 gehen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Viel Erfolg noch, deine Theresa.